Einen wunderschönen guten Morgen an diesem fantastischen Freitag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Case & Kaffee. Heute geht es rein in eine Rappin' Case Nummer 3, gesponsert von meinem Moderator Ruben. Vielen herzlichen Dank dafür. Nachdem die Jungs unser Trading-Forum bei uns auf dem Discord gelauncht haben, zusätzlich einfach mal entspannt Rappin' Case 3 kann man machen. Hier haben wir sein Profil und das finde ich sehr vorbildlich. Erstmal Name ist Programm Rubin mit einem passenden Profilbild, das ist schick. Steam Level 20. Das ist auf jeden Fall stabil. Welcome to my profile. Eine schöne, leichte Biografie. Sehr schön. Und hier unten auch ein subtiler Hinweis. Nicht gescampt werden, Leute. Ganz wichtig. Weiter unten kommen wir zu seinem Item Showcase. Und da sehen wir schon eine Aufteilung auf CT und T, wie es aussieht. Obere Seite T-Side. Eine rote Knife-Glove-Combo zusammen mit einer AK X-Ray, Glock Gamma Doppler, einem goldenen Koi als Deagle und eine schöne Galil. Auf CT-Side nochmal Sport Gloves, dazu ein Case Hardened Ursus Knife. Das wird interessant. Ansonsten auch eine Eye of Horus, USPS Orion und eine Unitage, zusammen auch mit einer Mecha Industries Statrack. Äußerst interessant. Hier haben wir einige Screenshots, das schauen wir uns wahrscheinlich gleich in-game an. 1800 Stunden auf der Uhr, das ist schick. Und ansonsten hier auch. Erstens natürlich, ich war schon mal am Start. Und zweitens, 9 Seiten positiver Reputation, das ist stark. Gruppen, 4 Stück, wir sehen es schon, Lapirus Fest ist dabei. Vielen herzlichen Dank dafür, auch ganz weit oben. Eine Ehre, Ruben, ich bedanke mich vielmals. Und ansonsten steigen wir ein ins Inventar. Schön aufgeräumt, nur 50 Items. Dennoch ein Value von 3k, das ist stark. Anfangen tun wir bei einer Statrack A1 Mecha Industries mit Face Clan MLG Stickern von dem Columbus Major. Das sieht auf jeden Fall sehr geil aus. Nametag auch Prime Trooper, das hat einen gewissen Ursprung. Oh mein Gott! Junge, ey, ich komm mir vor wie so ein scheiß Stromprobler, Junge, ich treffe Dementsprechend auch Grüße an Mario, einer unserer Moderatoren. Hier haben wir die Knife Glove Combo, Sport Gloves Arid und ein Ursus Knife Case Hardened. Hier als Gold Gem auf der Playside, finde ich sehr geil. Gold Gems, ein wenig underrated, kommen glaube ich gerade so ein bisschen rein. Hatte ich aber in CSGO-Zeiten schon damit gespielt, mir ein Huntsman Case Hardened Gold Gem zu holen. Auch sehr edel. Aber hier natürlich auf jeden Fall starke Kombi, das kommt geil. Ansonsten auch Desert Eagle Code Red, nicht ganz mein Fall, aber passt natürlich zum Profil und zum Loadout, muss man ganz klar so sagen. Zusätzlich auch die Candy Apple, rot bleibt rot. Eine AWP Hyperbeast im Battlesguard, zusammen mit SK Gaming Holo-Stickern und auch PGL Holo auf dem Scope. Sieht sehr schick aus meiner Meinung nach. Eine Glock 18 Brass, ein Fabcraft, sehr stark. Jetzt aber meine Frage, weil die Knife-Glove-Combo, die dazu natürlich passen würde, spielt sie ja auf CT-Side. Ruben. Das kommt dann ja gar nicht so geil auf T-Side mit der Knife-Glove-Kombo, die wir gleich sehen. Weiter geht's mit einer P250 Franklin in Minimal Wear mit Dirty Money Stickern. Und das sieht ja mal phänomenal aus. Absolut geil. Sehr schönes Craft. Weiter eine AK Redline. Viel testet. Sieht man bedauerlicherweise. Ein eher nicht so schönes Magazin. Ein wenig ärgerlich, aber Sticker Flipside Tactics von Katowice 2015, finde ich, kommen hier sehr geil. Ist ein schöner Kontrast zwischen diesem grellen Grün und dem Rot der Redline. Weiter geht's mit einer Tech9 Fuel Injector, Statrack, und auch hier schöne Sticker Fnatic Cologne 2015. Kommt natürlich ebenfalls sehr stark. Ebenfalls stark kommen tun auch die Flipside Tactics Sticker Boston 2018 auf der Galil Eco. Natürlich ein No-Brainer, aber dennoch stark. Ansonsten haben wir hier 4 Pins, Mirage, Hydra, Overpass und Welcome to the Clutch. Rote Dual Berettas und ein Golden Koi mit einem Tapsen Gold Katowice 19 mit dem Nametag One Tapsen. Stark, gefällt mir sehr. Factory New auch, schick. Und in-game sieht die ja mal unfassbar krass aus. Was ist hier denn los? Die ist ja fast weiß. Ich habe die Golden Coil vorher noch nicht in-game gesehen in CS2, aber Leco Mio, die hat einen Sprung gemacht. Die war vorher ja wirklich in so einem, ich würde fast sagen, dreckigen Gold. Aber jetzt, das ist ja fast lächerlich. Unglaublich, aber schön. Weiter eine Souvenir MAC-10 Gold Brick, Name ist Programm. Hier noch Ancient Gold, das ist wunderbar. Sieht man beim Inspekten leider nicht so, wie man es eigentlich tun sollte. Wenn man den Skin im Menü inspektet, sieht man, wie gut dieser Skin mit diesem Sticker passt. Unfassbar schön. Eine AK X-Ray in Well-Worn mit Face Clan Boston 18 Stickern in Paper. Aber die X-Ray ist generell schon ziemlich voll als Skin. Und ich muss sagen, hier kommen die Paper Sticker tatsächlich ziemlich gut, weil die sich halt von diesem vollen Design der X-Ray meiner Meinung nach
gut absetzen. Die Sticker kann man immer noch gut erkennen. Das finde ich hier sehr schön. Dann haben wir hier noch eine Glock 18 Emerald zusammen mit Sprout eSport Stickern von Boston 2018. Natürlich auch geil. Auf jeden Fall. Wie gut es kommt. Einfach schön. Knife Glove Combo, die zweite Skeleton Knife Crimson Wrap zusammen mit Sport Gloves Slingshot. Beides in Battlescarred und beides sieht unfassbar gut aus. Speziell hier auch das Skeleton Knife in Battlescarred. Das ist eigentlich fast lächerlich. Also Ruben, da hast du auf jeden Fall einen Schnapper gemacht. Und natürlich in der Kombination mit den Slingshot Gloves. Einfach geil. Auf jeden Fall. Weiter geht's mit einer roten XM10 Tranquility, der Blood in the Water Scout und der AWP Onitaji. Sieht man sehr selten. Finde ich sehr stark. Teil der Operation Hydra Collection mit die seltenste Case, die wir aktuell haben tatsächlich. Und das, obwohl sie recht modern ist. Aber Onitaji finde ich als Skin tatsächlich ziemlich geil. Und speziell die AWP von Ruben hat eigentlich auch, wie man es hier nicht sieht, ein Nametag. Und das ist einfach schön platziert. Weiter geht's mit einer M4A4 Eye of Horus, ebenfalls im Battlescarred. Aber auch hier finde ich persönlich starke Sticker dabei. Nametag Silencer Sucks ist auf jeden Fall eine klare Meinung. Weiter geht's mit alternativen Dual Berettas Panther. Sehen meiner Meinung nach ebenfalls sehr schick aus. Und eine USPS Orion in Minimal Wear mit schönen Fnatic Dreamhack 2014 Stickern. Geil. USPS Orion ist langsam bekannt. Traumskin. Traum USPS Skin. Unfassbar schick. Und hier die Sticker natürlich ergänzen den Skin umso mehr. Einfach schönes Craft meiner Meinung nach. 5.7 Case Hardened Gold Gem, Nametag Fab Gem, passend. Kommt natürlich hier mit den Gloves unfassbar gut. Eine P250 Whiteout in Minimal Wear sieht man auch nicht so häufig. Hier drauf die gleichen Sticker wie bei der Eye of Horus. Und diese Whiteout speziell in Minimal Wear sieht meiner Meinung nach sehr gut aus. Kratzer sind vorhanden, das stimmt, aber eher am Rand von der Waffe, nicht mittendrin im Skin. Das finde ich immer angenehmer. Wir nähern uns dem Ende. Eine AUG Carved Jade. Finde ich eine sehr schöne AUG. Bedauerlicherweise hat die AUG sehr häufig, also wirklich unfassbar häufig, eine gescratchte Seite. Einfach dieser Kratzer, der sich bei unfassbar vielen Skins komplett durchzieht. Finde ich ein wenig nervig. Muss man Glück haben mit dem Pattern Index, dass man da ein ordentliches Scratch Pattern bekommt. Dann kann man dieses Ding minimieren, aber ansonsten einfach sehr hässliche Angelegenheit. Aber auch hier natürlich schöne Sticker am Start. Als Alternative auch noch eine Aristokrat. Und auch hier mit North-Stickern von Krakau 2017. Kommt ebenfalls sehr schön. P90 Asimov ebenfalls am Start. Und zum Abschluss eine MP7 Fade. Kommt natürlich auch sehr gut. Ältester Coin, das ist überraschend. Antwerpen 2022 Goldcoin. Service Medal, die älteste, 2022. Das ist überraschend. Wir haben gesehen, Ruben, du hast um die 1800 Stunden in CS2, in Counter-Strike. Und das innerhalb von 2 Jahren, oder was? Das ist krass, ich bin hier jetzt gerade mit meinen 10 Jahren alter Sack geworden und habe gerade so 3300. Da fehlt nicht viel, ehrlich gesagt. Unglaublich. Aber vermutlich auch innerhalb deiner Gaming-Zeit natürlich viel Trading dabei. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Und abschließendes Fazit natürlich vom Profil. Mega solide. Gefällt mir sehr. So stelle ich mir das vor, dass ein Moderator, ein Trade-Moderator bei uns auf dem Discord ein Profil hat. Äußerst stark. Gefällt mir sehr. Vielen Dank dafür, mein Lieber. Damit gehen wir in die Case rein. Weapon Case Nummer 3. Ich habe es gesagt. Finde ich ja schick. Finde ich richtig geil. Hier sind starke Pistols zu finden. Angefangen bei der USPS Stainless, die in FN StatTrak erstens einige Taler wert und zweitens unfassbar schick. Natürlich sehr minimalistisch, aber gefällt mir sehr. Auch die Glock 18 finde ich sehr schick. Die Tech 9 Titanium Bit hat auf jeden Fall was. Die Deagle Heirloom, meiner Meinung nach ein schönes Upgrade bekommen von CSGO auf CS2. Ein Skin, der über Akzente kommt, finde ich sehr schick. Natürlich die 5.7 Copper Galaxy, geiles Ding. Muss man einfach sagen. Die pinke CZ. Schöne Farben, schönes Farbschema. Gefällt mir sehr. Hier auch als Detail die pinke Schraube im Griff. Finde ich stark, damit kriegt man mich. Der womöglich schönste P250-Skin, den wir im Game haben, die Undertow, gibt es bedauerlicherweise nicht komplett scratchfrei. Das ist wieder ärgerlich. Geht mir ja ziemlich auf die Eier. Solche Skins, die es einfach nicht in clean gibt, aber dennoch unfassbar stark. Und als einziges Red die CZ Victoria. Natürlich geil. Gerade auch in CS2 mit der neuen Engine. Der 3D-Effekt kommt einfach gut. Schöne Pistols dabei. Damit gehen wir rein. Die Undertow wäre natürlich stark. Das ist, glaube ich, klar. Das wäre ein Fest. Oder Stainless Steel? Nee, bedauerlicherweise nicht. P2000 Red Frag Cam.
Aber Ruben, die passt eigentlich ziemlich gut in dein Profil rein. Die sieht nur ziemlich abgefuckt aus, bedauerlicherweise. Die hat einiges miterleben müssen. Flow-technisch 2127. Eigentlich gar nicht schlecht, aber dafür sieht die halt eben schon ziemlich düster aus. Das ist schade. Absoluter Standard. Blau und viel testet. Das ist ein wenig bitter. Was sagt der Preischeck? Schmerzhaft, 1,30 Euro. Das ist leider nicht so viel wie erwartet. Aber Ruben, da der Skin so gut zu deinem Profil und deinem Loadout passt, ich schicke sie dir mal rüber. Wenn die Zeit reif ist. Das wird sein in vermutlich einer Woche. Bis dahin bleibt sie bei mir. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderbaren Start in diesen Freitag hinein. Viel Erfolg bei dem, was ihr heute tun werdet. Der Abschluss der Woche ist in greifbarer Nähe. Dann natürlich auch einen wunderbaren Start ins Wochenende. Wir hören uns morgen wieder in alter Frische. Und zusätzlich natürlich auch Kaffee und Kuchen wird am Start sein ab 15 Uhr. Das wird ein Träumchen. Teilnehmen über den Discord. Dort findet ihr auch unser Trading-Forum, was sehr geil geworden ist. Nochmal danke Ruben und Mario dafür. Und ansonsten auch natürlich Sticker-Crafts, Investitionsdiskussionen. Wenn ihr Teammates sucht, kommt vorbei. Wir sind einige. Und damit verabschiede ich mich für heute. Wünsche euch natürlich, wie gesagt, einen guten Start in diesen Freitag. Und wir hören uns morgen wieder in alter Frische. Bis dahin.